Ja, hallo, willkommen zu einem BUMO TV Spezial. Ja, ich wurde zum ersten Mal in meiner Karriere getaggt. Ja, getaggt. Ja, das viele fragen sich oder einige von euch fragen sich, was heißt das? Einige Kanäle bei YouTube, ja, haben es so Angewohnheit, dass sie sich gegenseitig ja taggen. Das heißt, sie bestimmen eine Person oder ein Kanal, wie es jetzt bei mir war, dass man so eine irre lange Frageliste beantworten muss. Ja, da sind so abgefuckte, verrückte, vielleicht manchmal auch interessante Fragen. Und es hat jetzt auch mich mal getroffen, weil ich beobachte das schon bei vielen Kollegen und denke mir, Gott sei Dank sind die Fragen nicht bei mir gekommen und keiner hat mich getaggt. Aber jetzt hat mich Michael Speyer getaggt. Viele fragen sich vielleicht auch, oder einige fragen sich, wer ist denn Michael Speyer? Ja, er hat bei YouTube auch einen Kanal, er heißt auch so da, Michael Speyer. Er ist ein Filmkritiker, er bewertet DVDs und Blu-Rays und er hat mich angefragt, ob ich Lust hätte, seine Fragen zu beantworten. Dann habe ich gelesen, mein Gott, 20 Fragen, ja, 20 Fragen. Ich bin total nervös und bei 20 Fragen könnt ihr euch ja schon vorstellen, ne? da ist die Tasse Kaffee erstmal sehr schnell ausgetrunken und ich muss sehr wahrscheinlich gleich noch nachlegen, weil es wird irre lang werden. Aber wir lassen mal ganz kurz Michael Speyer selbst zu Wort kommen. Deckst du dich im Sommer zu? Auch wenn es in deinem Schlafzimmer kochend heiß ist? Eine tolle Frage, Michael. nee, ich decke mich da nicht zu. Wer deckt sich denn im Sommer, wenn es brütend heiß im Raum ist, wer deckt sich denn dazu? Nein, ich schlafe denn sogar noch nackt. Nackt. Ich mache mich nackelig. Ja, genug. Ja, genug Kopfkino für euch jetzt. Wenn du dich im Sommer nicht zudeckst, hast du keine Angst, dass das Monster unterm Bett deine Füße ableckt? Nein, ich bin ein Mann und habe null Angst. Hast du irgendwelche Zeitschriften oder Zeitungen oder Tageszeitungen abonniert und wenn ja, welche und warum? Ich habe gar keine Zeitung oder Zeitschrift abonniert. Null. Niente. Ja, ich beziehe meine Informationen alle online. Seit Jahrtausenden wird behauptet, die Erde wäre rund. Ich nehme an, du glaubst das auch. Wenn das so ist, warum fallen wir nicht davon runter? Michael, was soll ich jetzt darauf sagen? Ich kann von der Erde gar nicht runterfallen, weil ich zu dick bin. Ja, ich kann nicht fallen, weil ich wirklich megamäßig dick bin. Und ja, ich muss die Frage eigentlich korrekt beantworten lassen durch Domian. Aber ich werde mal Domian mal deinen Fragekatalog schicken und er wird darauf explizit und seriös und natürlich auch ernst beantworten. Angenommen, du hättest irgendetwas studieren oder erlernen können, was du nicht studiert oder erlernt hast. Was wäre das und warum? Ja, ich hätte denn gerne Medienwissenschaften studiert. Und ich bin total medienaffin. Das heißt, ich schaue noch Fernsehen. Zwar jetzt nicht mehr so viel wie früher, aber ich schaue trotzdem sehr gerne Fernsehen. Bin bei YouTube regelmäßig unterwegs in diversen Mediatheken, ja, von öffentlich-rechtlichen Sendern, aber auch privaten. Befasse mich sehr viel mit der Medienpolitik, ja, sehr viel. Und ich hätte das eigentlich mal studieren sollen, ja? Medienwissenschaften. Was ist dein prägendstes, unnützes Talent? Und wie setzt du es ein? Also Michael, mein prägendstes Talent ist es, Leute voll zu labern. Ja, das seht ihr ja jedes Mal an meinen Videos. Ich rede sehr gerne, sehr viel manchmal, sagen einige. Aber ich höre auch sehr gerne zu und mich interessieren denn halt die Menschen. Das sind die Menschen und die Storys dahinter. Ja? Die Antwort hat jetzt ein bisschen was von Domian. Aber es ist wirklich so, ich rede sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne und sehr viel. Ich wiederhole mich manchmal auch sehr gerne. Nee, ich weiß gar nicht, welches Talent ich sonst so habe. Ich bin, glaube ich, relativ talentlos sonst. Ja? Also
Ich wüsste jetzt auch kein Talent. Ich kann weder, kann ich jetzt auf einem Bein hüpfen. Ja, könnte ich vielleicht schon. Das sieht aber jetzt ein bisschen doof aus. Das wäre dann, glaube ich, hier so, wenn ich jetzt hier hüpfen würde, ja, würden die Nachbarn unter mir denken, es wäre ein Erdbeben. Ich kann keinen Sport. Ja, ich habe zwar jahrelang habe ich Kraftsport gemacht. Man möchte es mir jetzt auch nicht so ansehen. Es liegt aber auch schon lange zurück. Ansonsten gibt es von mir, ich weiß nicht, Talente, nein. Wie gesagt, ich kann vielleicht Videos gut schneiden. Also mir fällt es nicht ein. Wir sind ja alle Spaßvögel, sonst würden wir das ja alles ja gar nicht machen. Und wir sind alle auf YouTube. Wenn du die Möglichkeit hättest, irgendeinem Menschen einen Streich zu spielen mit der versteckten Kamera, welchen Streich würdest du spielen und wem würdest du diesen Streich spielen? Ja, da fällt mir erstmal spontan sofort Bibi ein, ja? Von Bibis Beauty Palace, ja? Die finde ich total toll. Ich schaue mir jede Folge von Bibi an und ich würde ihr gerne mal, statt Schminke würde ich einfach mal Kacke, ja? Kacke würde ich bei ihr mal in so einem in ihrem Schminkbecherchen werde ich reintun, ja? Das wäre bestimmt witzig. Danach sieht sie bestimmt aus wie Roberto Blanco, ja? Ich bin ein totaler Bibis Beauty Palace Fan. Warum machst du es nicht? Ganz einfach, Michael. Weil ich zu fame bin. Wenn du eine Superkraft haben könntest, egal welche, super stark, Laseraugen, Röntgenblick, Fliegen, unverwundbar. Welche Superkraft wäre das und was würdest du damit anstellen? Ja, ich würde am liebsten unsichtbar sein, ja. Ich könnte alles beobachten, ja, ohne beobachtet zu werden, ja. Ich würde alles mitbekommen, ja. Ich bin von Natur aus sehr neugierig, ja. Ich glaube, das wäre schon so eine Superkraft, die ich gerne hätte, ja. Unsichtbar sein. Ja, viele sagen auch, Marc, wo Arbeit ist, da sieht man dich nicht. Warum setzt du deine Superkraft, die du jetzt gerade bekommen hast, nicht für das Gute ein? Weil es halt so ist. Welcher Feiertag ist dein absoluter Lieblingsfeiertag und warum? Die Worte Geschenke und frei dürfen in deiner Antwort nicht fallen. Boah, Michael, darauf muss ich erstmal eine Tasse Kaffee nehmen, ja. Die muss ich erstmal hier reinkippen, ja. Ich weiß auch, Michael, du wohnst in der Nähe von Köln, ne? Euskirchen, ja. Also ist da reinkippen, ja, ist ja wohl ein Begriff. Ja, boah, welcher Feiertag ist mir wichtig? Ja, wichtig sind mir eigentlich alle Feiertage, ja. Aber ein ganz spezieller Feiertag ist Heiligabend, ja. Da kann man ausschlafen. Ja, das fällt mir gerade mal so ein. Aber eigentlich ist mir jeder Feiertag heilig. Wir alle kennen den kategorischen Imperativ. Und falls du das nicht tun solltest, dann guck nach, ich warte so lange. So, was wäre dein kategorischer Imperativ, beziehungsweise welche Devise oder welchen Spruch hättest du, um die Welt besser zu machen? Ich habe gerade mal gegoogelt. Nein, aber so ein Spruch, boah. Ich habe mal einen tollen Spruch gehört, den finde ich richtig gut, ja. Für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die Welt. Schnarchst du beim Schlafen oder gibst andere unangenehme Geräusche von dir? Und was sagt dein Partner dazu? Ja, ich schnarche. Ja, ich dementiere das ab und zu mal. Ja, aber ich schnarche wirklich. Und mein Partner ist davon oftmals super mega genervt. Ja, also ich persönlich habe nichts dagegen, weil mein Partner schnarcht ab und zu auch mal. Aber das dementiert er. Und ich sage dir jetzt nochmal hier in die Kamera hinein. Ja, da in die Linse. Falls du das Video, er guckt sowieso meine Videos selten, mal anschauen solltest. Ja, Carol, du schnarchst. Und es macht mir bei dir nichts aus, aber es macht dir bei mir sehr viel aus, weil er macht mir jeden Morgen denn Vorwürfe, wenn es passiert ist. Ich schnarche zwar nicht jede Nacht, aber es kann passieren. Und wo ich im Krankenhaus lag, habe ich geschnarcht. Und meine anderen beiden Bettgenossen, ja, also die fanden das nicht so schön.
Was macht deiner Meinung nach einen echten Kerl aus? Also abgesehen von dem Kosakenzipfel und den Familienjuwelen. Ja, was macht ein richtiger Kerl aus? Was grundsätzlich jemanden ausmachen sollte, aber auch besonders Männer, ist ein Wort. Nee, ein Mann, ein Wort. Ja, also man soll immer zu seinem Wort stehen. Was gibt es denn noch? Natürlich Kraft, Kavalier sein und gönnen können. Das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen. Es gibt bestimmt vieles, was einen Mann ausmacht. Vielleicht auch ein Bart, auch wichtig, ne? Michael, wir beide können da, wir verstehen uns. Bart ist, glaube ich, sehr männlich. Wir tragen das jetzt nicht so wie die meisten Jugendlichen oder meisten Leute so aus Mode, sondern bei uns ist das, glaube ich, auch so, Michael, ja? Wir tragen das aus Überzeugung. Ich schon seit Jahren, ja, schon über 10 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange du schon Bart trägst. Der Nikolaus trägt seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden trägt er schon Bart. Und Bart Simpson natürlich. Hast du irgendeine Eigenart, die man eigentlich dem anderen Geschlecht zusagt? Und wenn ja, welche? Ja, ich habe eine. Was ist eine Eigenart? Ich finde eigentlich Vorspiel geil. Ja, also beim Sex finde ich das Vorspiel mega, mega wichtig. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine weibliche Attitüde. Ja, ich kann schlecht vögeln ohne Vorspiel. Gibt es auch mal. Ja, aber eigentlich immer mit Vorspiel. Also das ist so, glaube ich, eine weibliche Attitüde. Und vielleicht als zweite weibliche Sache, die ich so habe, ist, ich rede sehr viel. Ja. Ich wurde früher auch genannt Gisela Schlüter. Für die Leute, die draußen noch Gisela Schlüter kennen, die können es vielleicht nachvollziehen. Ja? Ich rede sehr viel. Manchmal auch ohne Punkt und Komma. Man soll es nicht bei mir vermuten. Ist aber so. Warum glaubst du schon, wie das die Eigenheit, die du aus der Frage eben hattest, ausgesprochen weiblich ist? Hallo? Ist halt so. Oder habt ihr schon mal Frauen erlebt, die wenig reden? Ja, es sei denn, die sind taubstumm. Aber ich glaube, schon, also würde mir schon, das wurde mir oftmals attestiert, ja, du redest ja so viel wie eine Frau. Okay, ich muss auch zugeben, es gibt wirklich manchmal Frauen, die reden nicht so viel, aber die wenigsten. Aber die meisten Frauen reden halt sehr, sehr, sehr viel. Deswegen nehme ich das einfach mal so, stelle ich einfach mal die Behauptung so in den Raum. Ich und Chovi. Warst du als Kind schon auffällig und verhaltensgestört oder hat das erst angefangen, als du bei YouTube dein erstes Video hochgeladen hast? Also als Kind war ich null verhaltensauffällig. Aber ich muss sagen, als Jugendlicher wurde ich schon sehr verhaltensauffällig. Da muss ich mal etwas vorausschicken. Ich habe so mit, ja, 17, ich glaube, ich war 17. Mit 17 habe ich angefangen, zusammen mit meinem Kumpel, den damaligen, so habe ich ihn damals genannt, El Producente. Da haben wir schon, das war 1993, jetzt könnt ihr zurückverfolgen, wie alt ich bin. Gott, oh Gott, oh Gott, ja, so alt bin ich schon. Haben wir angefangen, Videos zu drehen. Das heißt, wir haben für uns damals, wir fanden das eigentlich witzig, wir sind mit der Kamera, ja, wir haben uns extra eine teure Kamera gekauft, die war damals richtig mega teuer, 5000 Mark, ein hochprofessionelles Funkmikrofon. Haben wir uns zugelegt und sind damit durch die Straßen getingelt und haben, wo wir dachten, das wären witzige Sachen, haben wir Leute aufgenommen, ja, mit unseren blöden Fragen, ja, mit unseren oder mit meinen blöden Feststellungen. Wir fanden das mega witzig, haben diese Videos, es gab ja damals noch kein YouTube oder andere vergleichbare Plattformen, es gab noch nicht mal Internet, haben wir diese denn, weil wir wollten ja auch Fame werden irgendwo, haben wir es bei unseren Freunden immer auf Geburtstagspartys unsere Videos reingeschoben. Wir haben uns weggelacht, mein Kameramann, ehemaliger El Producente, und ich haben uns weggelacht. All die anderen fanden das sehr komisch und konnten kaum drüber lachen. Damals wussten wir nicht warum. Wir dachten, die wären total uncool, total unwitzig. Jetzt, wenn ich die Videos heute noch angucke, weiß ich, sie hatten recht. Wir waren uncool. Wir waren sehr verhaltensauffällig. Ja? Und daran sehe ich, ich war wirklich damals sehr verhaltensauffällig. Heute natürlich nicht. Heute bin ich ja total seriös. Die nächste Frage bitte. Wenn du für einen Tag jemand anders sein könntest, wer wärst du gerne und warum? Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Boah, ich möchte eigentlich schon ich bleiben. Aber was ich, wenn ich gerne, also ganz ehrlich, ich möchte gerne mal für einen Tag,
ja, Herr Zuckerberg sein, ja, der Gründer von Facebook. Ich weiß jetzt gar nicht, wer heißt er mit Vornamen? Auf jeden Fall Zuckerberg, ja. Da möchte ich einen Tag mal, möchte ich in seine Haut schlüpfen und einen Tag lang sein Konto leerräumen, ja, das dann auf mein Konto überweisen und einen Tag lang dann zusätzlich gut gehen lassen und am nächsten Tag bin ich ja wieder Mark, ja, und habe aber trotzdem noch das Geld von ihm, was ich mir einen Tag vorher überwiesen habe, auf mein Konto und kann dann sein Leben weiterführen. Clever, hä? Wenn du ein Verbrechen begehen könntest und garantiert keine Konsequenz zu befürchten hättest, welches Verbrechen wäre das? Ja, bevor ich jetzt deine Frage beantworte, muss ich auch mal sagen, es fällt mir auch ein, er heißt Mark, genauso wie ich, ne? Aber mit K. Mark Zuckerberg. Das, so viel musste ich noch mal richtig stellen. Mir fiel gerade der Name von ihm nicht ein. Ja, welches Verbrechen könnte ich verüben? Ich bin eigentlich so friedfertig, ich bin null kriminell veranlagt. Null kriminell. Ich bin eigentlich leider erschreckensweise sehr, sehr, sehr ehrlich. Ja? Ich habe mal ein prall gefülltes Portemonnaie am Eingang eines Discounters gefunden. Und was habe ich gemacht? Ja, ich habe dieses prall gefüllte Portemonnaie, ohne mal reinzuschauen, wie viel Geld drin ist, habe ich einfach ja an der Kasse von diesem Discounter abgegeben, ohne meine Adresse zu hinterlassen, gar nicht. Ich habe vertraut der Kassiererin, ja, ich habe vertraut der Kassiererin, dass die dieses prall gefüllte Portemonnaie, man sah dem Portemonnaie schon an, dass es von einer wohlhabenden Dame sein muss. Ja, was war ein weibliches Portemonnaie? Habe ich einfach mal vertraut und habe es ihr einfach abgegeben, der Kassiererin. Ja, ich hoffe mal, ich glaube auch mal, die Kassiererin war so seriös, dass sie dieses auch dem Chef gegeben hat, damit er den Inhaber oder Inhaberin in dem Fall ermitteln konnte. So ehrlich bin ich. Nichts mit Verbrechen. Ich schau mir auch jedes Mal Aktenzeichen an und reg mich jedes Mal darüber auf, wie brutal und wie schlecht die Welt geworden ist. Wo ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einem Raben? Was? Wo der Unterschied ist zwischen einem Raben? Hä? Was ist das für eine Frage, Michael? Was ist das für ein Frageabschluss? Ja, ich denke auch, so ein Highlight. Ja, so ein Highlight kommt da. Da stellt sie mir die Frage, was der Unterschied ist zwischen einem Raben. Sehr wahrscheinlich das Haben. Ich weiß es nicht, ja. Ich mag Stefan Raab. Ja, aber der Unterschied zwischen einem Raben, was ist denn das? Naja, ich weiß es nicht, Michael. Du hast mich jetzt mit dieser letzten Frage, von diesen 20 miesen Fragen, hast du mich überrascht. Skandal, echt. Das war's auch schon. Jetzt hast du 20 total sinnlose, total bescheuerte Fragen beantwortet und hast hoffentlich deinen Spaß daran gehabt. Und deswegen darfst du jetzt jemand anderen dazu auffordern, an diesem total bescheuerten Tag teilzunehmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, jetzt bibbert die YouTube-Welt. Oh, wen nominiert Mark? Ja? Wen nominiert Mark für dieses tolle Spiel? Wer möchte denn von euch nominiert werden von mir? Ja? Wer ist denn bei YouTube tätig, außer Bibis Beauty Palace? Natürlich gucke ich mir diese Sendung nicht an bei YouTube. Das wollte ich nochmal richtig stellen am Schluss. Nur ich finde das krass, wie viele Follower sie hat bei YouTube mit so einem Content. Ja, aber ich bin ja fast an dieser Abozahl dran. Wen soll ich denn jetzt nominieren? Ich nominiere einfach mal, falls du schon nicht nominiert worden bist, den Filmangler Patrick. Ja, ich nominiere dich mal, weil ich finde dich eine coole Socke, du weißt das. Der Filmangler. Geht mal auf seinen YouTube-Kanal, guckt mal da seine DVD-Vorstellungen alle an. Grandios. Und er ist ja außerdem auch noch Masters-Fan wie ich. Das ist jetzt schon für mich mal ein Grund, dich zu nominieren. Ja? Ja, dann bedanke ich mich auch noch mal bei dir, Michael, für diese tollen, minder tollen, interessanten, auch manchmal ein bisschen trashigen Fragen. Ich hoffe mal, ihr hattet euren Spaß. Ihr seid jetzt ein bisschen schlauer über meine Person. Und dann verbleibe ich mit einem schönen Spruch, den ich immer am Schluss bringe. Bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss, bis zum nächsten Mal.